Hallo und schön, dass ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich bin Jacovinho und es ist mal wieder Zeit für einen kleinen Final Fantasy VII Rebirth Talk. Und diesmal soll es um die Frage gehen, die mir immer wieder ganz, ganz viele Leute stellen. Jacovinho, sag doch mal bitte, ich bin jetzt mit der Story durch. Soll ich mich erst um den Kampfsimulator kümmern oder soll ich erst den Hard Mode abschließen? Das ist eine ganz essentielle Frage für viele. Ich persönlich habe dazu eine ganz, ganz klare Meinung, werde euch in dem Video aus meiner Sicht die Vor- und die Nachteile sagen, ob ihr jetzt mit dem einen oder mit dem anderen beginnt. Lasst uns darüber diskutieren, darum soll es in dem Video gehen und los geht's. Bevor wir hier mit dem Talk starten, liegt die nächste Danksagung an. Und dieses Mal gehen meine Grüße und mein ganz, ganz großer Dank raus an Daniel Mischkowski 6421. Wie ihr seht, wurde ich hier mit einem Super Thanks unterstützt. Vielen Dank an dich, mein Lieber. Habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Mittlerweile sind natürlich auch schon die beiden letzten Challenges online mit Zack und Zephyros. Ich hoffe, dass ich dir auf jeden Fall auch damit weiterhelfen konnte. Wenn auch ihr meine Videos feiert und mich unterstützen möchtet, würde ich mich natürlich auch riesig über einen Super Thanks von euch freuen. Eine Danksagung an einem meiner nächsten Videos ist definitiv garantiert. Und jetzt lasst uns mal hier mit dem Kampfsimulator versus Hard Mode Talk starten. So Leute, dann lasst uns mal mit diesem kleinen Hard Mode versus Kampfsimulator Talk starten. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung, wenn ihr schon sehr, sehr weit seid, vielleicht schon auf schwierig alles durchgespielt habt oder auch schon den Kampfsimulator abgeschlossen habt, dann schreibt das hier sehr, sehr gerne in die Kommentare, was eurer Meinung nach am sinnvollsten ist. Ich habe dazu eine ganz, ganz klare Meinung, die ich jetzt gleich sagen werde, aber muss natürlich definitiv nicht die richtige Meinung sein. Deshalb, wie gesagt, bin ich sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Ich werde mal damit starten, was aus meiner Sicht die Vorteile sind, wenn ihr erst den Hard Mode durchspielt, sprich die Story nochmal auf schwierig abschließt. Und das sind die Waffenpunkte bzw. die Waffenstufe. Seht ihr hier beispielsweise rechts neben Aeris. Das Ganze schaltet ihr frei. Ich zeige es euch hier einmal, wenn ihr die Story durchgespielt habt, könnt ihr über Kapitelauswahl dann dementsprechend die verschiedenen Kapitel auf schwierig starten und dann verstecken sich hier entweder bei Bossen oder auch bei kleinen Aufträgen, Nebenquests, die ihr dann nochmal abschließt, verstecken sich hier diese ganzen Manuskripte, die ihr dann freispielen könnt, wodurch ihr eure Charaktere dann nochmal ein bisschen pimpen könnt. Ihr werdet dann irgendwann die Waffenstufe 9 erreichen. Ich habe es jetzt hier noch nicht ganz erreicht, befinde mich jetzt hier Anfang bzw. Mitte Waffenstufe 8. Ja, diese Manuskripte könnt ihr dann hier einlösen an einem der Zauberfibelautomaten. Ich zeige es noch mal ganz kurz. Und dann steigen dementsprechend auch die ganzen Werte eurer Charaktere. Das ist auch immer noch mal so eine Frage. Wenn hier Leute beispielsweise eine sehr niedrige Waffenstufe haben, dann wird beispielsweise oder werde ich gefragt, okay, deine Charaktere haben hier höhere Werte als meine. Wie kommt das Ganze zustande? Das kommt genau durch diese Waffenstufe zustande. Also ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, wenn ich jetzt hier beispielsweise auf Cloud gehe, dann habe ich eine magische Attacke von 480. Wenn ich hier die Waffenstufe 9 erreicht habe, habe ich gegebenenfalls eine Waffenstufe, rein fiktiv jetzt gesprochen, von 496 von mir aus. Zudem ist es so, dass dann das Runenschwert gegebenenfalls oder andere Waffen noch einen zusätzlichen Materia-Slot haben und ihr könnt oftmals auch hier bessere Waffenfertigkeiten einsetzen, beziehungsweise habt ihr andere Auswahlmöglichkeiten, die oft sinnvoller sind. So sieht das Ganze aus. Es ist allerdings so, das muss ich ganz offen sagen, das ist der einzige Vorteil, wenn ihr erst mit dem Hard Mode beginnt und dann anschließend mit dem Kampfsimulator weitermacht. Und das Ganze muss ich auch schon in Klammern setzen, aus meiner Erfahrung heraus, da der Kampfsimulator wirklich sehr, sehr schwer ist. Es ist egal am Ende, ob ihr hier eine magische Attacke von 480 oder 490 oder 500 habt, wenn ihr es hier in einigen Herausforderungen im Kampfsimulator nicht drauf habt,
dann ist auch egal, ob euer Charakter am Ende 5, 6, 7% stärker ist, dann werdet ihr definitiv ablosen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ihr euch alle Manuskripte freispielt, nochmal die Story im Hard Mode spielt und dann ist einer der Charaktere oder alle Charaktere auf einmal komplett OP. Ihr zerfetzt hier jeden Gegner. Das wird definitiv nicht passieren. Es ist wirklich marginal. Wir sprechen hier über ein paar Prozent. Das ist allerdings der einzige Vorteil aus meiner Sicht, wenn ihr erst mit dem Hard Mode beginnt. Kann natürlich auch kopfmäßig schon mal ein Vorteil sein, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt hier beispielsweise mit Cloud das absolute Maximum rausgeholt, habe jetzt hier die Waffenstufe 9, ich kann perfekt hier alles verteilen, habe die maximalen Materia-Slots, ich bin hier wirklich absolut am Limit. Das ist natürlich nochmal so eine Kopfsache, wenn man mit dem Kampfsimulator beginnt. Kann auch noch ein kleiner Vorteil sein, sicherlich charakterabhängig, aber ich kann euch definitiv versprechen, ihr werdet hier keine riesigen Unterschiede merken. Es kann schon mal sein, jeder kennt die Szene, der hier schon viele Stunden gespielt hat. Der Gegner befindet sich kurz vorm Schock, ihr müsst nur noch zwei, dreimal treffen, dann kassiert ihr einen harten Hit, dann ist gegebenenfalls Feierabend. Wenn ihr natürlich minimal bessere Werte habt, dann habt ihr ihn vielleicht schon in den Schock geprügelt, ihr könnt den Kampf gegebenenfalls beenden. Aber es ist wirklich so minimal. Das fühle ich persönlich nicht so. Und deshalb ist hier meine ganz klare Meinung, startet erst mit dem Kampfsimulator. Und da gibt es wirklich unglaublich viele Vorteile, wenn ihr das Ganze zuerst macht. Die Vorteile werde ich euch jetzt auch nennen. Wir gehen hier mal zum Kampfsimulator bei Chatley. Dann haben wir hier mal Dank der einen vielen Daten habe ich jetzt etwas einen anderen Gegenzahlenlayout. Hintergrund. Ich starte das Desto Ganze mal. spannender wird das Es Ganze. ist grundsätzlich so, dass wir hier Gruppenherausforderungen haben, Dreierteams oder Einzelherausforderungen. Ich switche hier einmal durch. Ich habe sie alle schon abgeschlossen. Einmal die legendären Herausforderungen sind hier Solo-Challenges und einmal eine mit Zack und einmal mit Sephiroth. Die sind wirklich bockschwer. Meiner Meinung nach hier die mit Abstand schwerste Challenge ist mit Zack der Freundschaftsbeweis. Und dann gibt es hier unter anspruchsvoll auch sehr, sehr viele wirklich schwierige Challenges, immer im Dreierteam. Seid ihr natürlich sehr flexibel, habt sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Hier ist Gebieter der Anderswelt zu beachten, ist auch sehr, sehr schwer. Allerdings für meinen Playstyle, von meinem Verständnis her, Freundschaftsbeweis mit weitem Abstand die schwierigste Challenge. Wenn ihr die hier freigeschaltet habt bzw. abschließt, dann steht der Platin nichts mehr im Wege. Das ist jetzt hier, sind hier erstmal so die Basics, worum es geht. Warum ist es so sinnvoll, mit dem Kampfsimulator zu starten? Ich bin der Meinung, wenn ihr das Ganze hier komplett abschließt, den Kampfsimulator, es ist zum einen erstmal so, dass die Story im Hard Mode oder die Gegner im Hard Mode viel, viel einfacher sind, rein vom Schwierigkeitsgrad her, als hier die Challenges im Kampfsimulator abzuschließen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Geht natürlich auch raus an alle Platin Hunter. Stellt euch vor, ihr startet erst mit dem Hard Mode, brecht euch gegebenenfalls einen ab, schafft es vielleicht gerade so und dann seht ihr irgendwann, ich schaffe beispielsweise Gebieter der Anderswelt nicht oder Freundschaftsbeweis nicht, dann habt ihr vielleicht noch mal 20, 30, 40, 50 Spielstunden in den Hard Mode investiert und seht dann am Ende, oh mein Gott, ich kann die Platin trotzdem nicht freispielen, weil ich hier Freundschaftsbeweis beispielsweise nicht schaffe. Das ist schon mal ein großer Vorteil, warum ihr mit dem Kampfsimulator definitiv erst starten solltet, denn ich bin mir 100 pro sicher, wenn ihr hier alles abschließt auf anspruchsvoll und auf legendär, dann ist hier der Hard Mode wirklich ein absoluter Witz. Ein weiterer Vorteil, ihr werdet hier wirklich an euer absolutes Limit gelangen, was auch die Solo-Herausforderungen angeht, hier auf Legendär, sodass ihr wirklich mit den einzelnen Charakteren euch selber auf ein ganz, ganz anderes Niveau heben werdet, wodurch ihr dann teilweise, zumindest war es bei mir so, erstmal wirklich versteht, wie mächtig beispielsweise Tifa ist oder Aerith oder vielleicht auch Red, wie auch immer. Da werden sich so eure Lieblingscharaktere herauskristallisieren. Ihr müsst euch hier mit jedem Charakter beschäftigen, was natürlich dann auch den Hard Mode so viel einfacher macht, weil ihr dann einfach wisst, okay, Cloud kann dieses und jenes, Barrett hat hier seine Stärken, da seine Schwächen. Das werdet ihr alles sehr, sehr schnell in den Solo-Challenges herausfinden.
Das ist ein weiterer großer Vorteil. Ihr werdet dann komplett durch den Hard Mode fliegen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und last but not least, ein ganz, ganz großer Vorteil, der ist auch wieder kopfmäßig. Ich finde sehr, sehr schön. Ich habe jetzt hier einmal die Story durchgespielt, habe mich hier wirklich um die ganz, ganz schweren Sachen gekümmert, weiß, der Platin steht nichts mehr im Wege. Ich muss nur noch den Hard Mode durchspielen und ich kann die Story noch mal richtig aufsaugen, noch mal richtig inhalieren. Ich habe keine Probleme. Ich fliege da so durch. Ich kann noch ein paar Videos machen zu den ganzen Bossfights auf ganz entspannter Basis, überhaupt kein Problem. Also wenn man hier wirklich alles abgeschlossen hat im Kampfsimulator, dann ist der Hard Mode wirklich ein schlechter Witz aus meiner Sicht. Das ist zudem natürlich auch so, ihr startet erst den Hard Mode, brecht euch gegebenenfalls den Hintern und dann seid ihr irgendwann da mal durch und schnaubt durch und habt wirklich alle Bosse down und dann seht ihr, oh Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt wird es gefühlt noch viermal schwerer. Jetzt muss ich hier noch den Kampfsimulator beenden. Ich hatte doch schon mit dem Hard Mode solche Probleme. Deshalb sollte man es definitiv besser andersrum machen. Ich kann hier nur jedem meine ganz klare Empfehlung aussprechen. Spielt die Story durch, macht natürlich alle Aufträge fertig, pusht ihr eure Charaktere, macht natürlich auch überall eure Analysen auf 100%, schließt alle Minigames ab, so habe ich es gemacht, und dann kümmert euch um den Kampfsimulator, schließt die alles ab und dann wird gegebenenfalls der Platin nichts mehr im Wege stehen. Ich bin absolut pro Kampfsimulator. Wenn mich jemand fragt, was soll ich als erstes machen, Covinio, erst den Kampfsimulator, dann den Hard Mode, das ist ganz klar meine Meinung hierzu. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Das war es von mir mit diesem kleinen Talk. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass euch das Ganze weiterhilft bei einer Entscheidungsfindung. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald und tschüss.